Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu South Park The Fractured Butthole oder die rektakuläre Zerreißprobe für die, die es lieber deutsch mögen. Naja, ich habe seit der letzten Folge ein kleines bisschen an meinem Helden wieder rumgebastelt und das betrifft nicht nur die Farben des Kostüms, wie ihr sehen könnt. Ich dachte mir, ich nehme mal so ein kräftigeres Grün, weil wegen, ihr wisst schon, ein bisschen mehr Farbe reinbringen. Das ist immerhin hier kein bierernstes Superheldenspiel. Sondern eher ein bisschen lockerer, hat man glaube ich gemerkt bisher. Naja, wichtiger sind die, also erstmal mein Handy-Hintergrund. Ich habe nämlich herausgefunden, man kann diese Yaoi-Bilder, die man findet, auch als Handy-Hintergrund hier im Spiel eintragen. Deswegen habe ich jetzt einfach mal das genommen, weil ich das irgendwie ganz schick finde. Okay, viel wichtiger sind meine Kräfte, denn ich habe ein paar neue Klassen ausprobiert. Und zwar einmal den Kampfsportler. Von dem habe ich jetzt die Drachenumkehr, das ist so eine Art Insect-Move, das heißt, man springt rein hinter einen Gegner und er kickt den Gegner dann in die andere Richtung, und zwar relativ weit in die andere Richtung. Und den Drachenprahler, das ist die Ultimate, das ist so eine Art Massentaunt, also damit kann man wirklich alle Gegner des Feldes wütend machen, sodass die für einen Zug lang keine Fähigkeiten mehr einsetzen und nur noch mich angreifen können. Dann habe ich noch zur Unterstützung den Wurzelknall. Das ist praktisch, wenn ich das hier habe, kann ich hinter die Gegner und kann einmal komplett das komplette gegnerische Feld, das ist zumindest jetzt meine Theorie, mal gucken, ich kann es ja dann, falls es nicht funktionieren sollte, nochmal umstellen. Ich kann dann das komplette gegnerische Team praktisch in eine Richtung wischen, macht das Sinn? Und allen eine Blutung auferlegen. Also die bluten dann einfach mal alle. Deswegen, ich habe auch, das zeige ich euch aber jetzt nicht noch im Detail, ich habe Artefakte ausgerüstet, die noch ein kleines bisschen den Statuseffektschaden hochmachen. Genau, das hier macht, glaube, ach so, ja, und das hier macht den Gegner außerdem langsam und gibt ihm eine Verteidigungsverringerung. Und dann habe ich praktisch ebenfalls noch so ein bisschen, um diesen Insect, also hinter die Gegner zu springen, zu unterstützen, den Faraday-Entkräftiger, Entkäfiger, Entschuldigung. Also das ist vom Cyborg, der Schlag. Der Kampfsportler hat auch einen Schlag, der einfach Gegner zurücknockt, aber der hier, dieser Faraday-Entkäfiger, schlägt Gegner zurück und verursacht noch Schock, was halt auch wieder mit diesen verstärkten Statuseffektschaden, sag mal, synergiert, das war das Wort, was ich gesucht habe. Gut, mal schauen, wie das funktioniert. Also quasi mein Ziel ist es einfach, hinter die Gegner zu springen, die dann in Richtung meines Teams zu wischen und möglichst viel Statuseffektschaden mit Bleeding und Schock und so zu verursachen. Ich habe dafür dann noch die Tauli-DNS wieder ausgerüstet, damit ich ein bisschen mehr Gesundheit habe, sollte das schief gehen und ich aufs Maul bekommen. Naja, mal schauen. Wie gesagt, ich kann es ja umändern. Das Käferkostüm habe ich allerdings anbehalten. Ich habe ein bisschen rumprobiert. Bisher habe ich ehrlich gesagt noch nicht wirklich ein anderes Kostüm, was mir gefällt. Also, ja. So, kann ich jetzt heimgehen? Theoretisch gesehen müssen wir ja für die nächste Mission uns wieder umziehen. Also, uns ganz schnell drehen. Ja. Genau, das habe ich gemeint. Nee, andere Richtung. So. Und da haben wir wieder unseren langweiligen grauen Pullover an. Wahrscheinlich werden wir jetzt wieder allein essen müssen. Mutti? Fadi? Hallo? Gibt's kein Abendessen? Ich weine nicht. Ich lache. Dann ist ja gut. Okay, an der elterlichen Situation hat sich nichts geändert. Es gibt aber auch dieses Mal kein Abendessen für mich. Jetzt muss ich auch noch verhungern. Naja. Ist hier noch was drin? Nope. Gut, dann gehe ich pennen. Gute Nacht. Schätzchen, du hast dein Abendbrot vergessen. Mami hat es für dich auf den Tisch gestellt. Komm, Schätzchen. Ist dein Abendbrot. Hast du unserem Kind schon wieder dieses Zeug ins Essen getan? Halt dein scheiß Maul! Hast du dir mal überlegt, dass das Nebenwirkungen haben könnte? Was fällt dir ein? Du weißt so gut wie ich, dass er das Medikament braucht! Du versoffene Hure! Scheiß Käfer! Wie kannst du von unserem Kind verlangen, sich zwischen uns zu entscheiden?
Du hast ihm das Zeug doch auch ins Essen gemischt. Niemand muss sich hier zwischen irgendwem entscheiden. Ihr wisst, dass ich euch hören kann, ja? Ich glaube, ich hole mir doch lieber einen Döner. Ist zu Abend? Was? Wollt ihr mich verarschen? Nachdem ich das jetzt gehört habe, soll ich zu Abend essen? Jetzt in ihrem Zimmer oder was? Ach. Hä? Was zum Geier mischen die mir jetzt ins Essen? Nein, ist da... Alles klar. Meine beiden Eltern streiten sich direkt vor meinem Zimmer und lassen dabei ganz nebenbei fallen, dass sie mir Medikamente ins Essen mischen, die theoretisch auch Nebenwirkungen haben kann. Und der ist das alles klar. Gott. In Ordnung. Was auch immer. Wird schon seine Richtigkeit haben. So. Jetzt aber mal Konzentration auf was anderes. Wir müssen ins Polizeirevier. Und ich habe die Hoffnung... Die Nacht wartet. Verstanden, Mysterion. Ja, und ich habe die kleine, leise Hoffnung, dass ich mich den Freedom Pulse jetzt endgültig anschließen kann. Wieso kann ich eigentlich nicht aus dem Fenster springen wie er? So, habe ich den Gedanken überhaupt vorhin zu Ende geführt? Ist ja nicht mal mehr abgeschlossen. Mann, meine Eltern sind echt die Wracks. Habe ich den Gedanken vorhin zu Ende geführt? Ich habe das Käferkostüm angelassen, weil ich es ehrlich gesagt mag und momentan nicht wirklich ein besseres habe. Ist echt nicht einfach. Ich bin froh, dass du da bist. Ist echt hart, der Einzige mit echten Kräften zu sein. Wenn die anderen spielen und ihr Franchise planen, muss ich die Stadt gegen das Böse verteidigen. Da bleibt kaum Zeit, am Mysterion-Spin-Off-Film zu arbeiten. Manchmal sind meine Kräfte eher ein Fluch. Du kennst es bestimmt. Du bist ja wie ich. Dein Hintern ist sicher auch manchmal eine Last. Ja, manchmal. Eltern? Schon okay. Kann ich verstehen. Gehen wir zum Polizeirevier und suchen die Beweise. Das Volk braucht gar nicht es zu versuchen, sich aus dem Haus zu schleichen. Ich nehme dich da beim Wort. Das wäre nämlich viel zu gefährlich. Ihr seid Scheißeltern. Ja. Alter, was ist denn hier los, Mann? Ich meine, gut, es ist South Park. Ich glaube... Bitte kein Hausarrest, es tut mir leid. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, nein, nein. Alter Schwede, machen Sie gefälligst die Musik leiser. Gott, was ist mit dieser Stadt los? Aber das war ja eigentlich oh, das, was wir... in dieser Stadt drehen echt voll am Rad. Ja, ne? Das ist ja eigentlich das, was Mitch Connors will. Wo wohnst du? Ist der so? Was hoffe du magst. Ah ja! Ja, Mann! Was für Arschlöcher. Das ist schon mal, als ich dachte, neuer. Das ist nicht normal. Alter, das totale Chaos hier. War das nicht das, was der wollte? Eine Verbrechenswelle? Ist das ein ziemliches Lob. Oh cool, Mysterion findet mich mysteriös. Das ist wirklich ein Lob. Es geht ab, Leute. Freedom Pulse, folgender Plan. Sobald wir im Polizeirevier sind, starten Toolshed und Wunderasch ein Ablenkungsmanöver. Moment, was soll das denn? Ja, kommt, Leute. Wir müssen ins Polizeirevier. Was wollt ihr Spasten hier? Wir gehen hier einer Spur nach, die zur Polizei von South Park führt. Das tun wir auch! Oh nein, nein, das ist unsere Superheldenmission, Freedom Pals. Verpisst euch! Leute, Leute! Ist die Priorität nicht, das arme Mädchen zu retten? Blitzfreak hat recht. Wir sollten das Kriegsbeil fürs Erste begraben und zusammenarbeiten. Oder, Leute? Mysterion, wie gehen wir vor? Ich schlage ein Ablenkungsmanöver vor. Ein paar von uns locken die Bullen an und die anderen schleichen sich heimlich rein. Gute Idee. Wir klettern die Feuerleiter hoch und sorgen für Ablenkung und ihr schleicht euch rein. Echt ein merkwürdiger Zufall. Habt ihr wieder unsere Spuren geklaut? Unschuldige Menschen werden verhaftet, Toolshed. Nur darum geht es uns. Und nur darum sollte es euch gehen. Okay, Kuhn-Freunde, die Leiter hoch. Okay. Okay, passt mal auf. Sorry für die Unterbrechung. Ich kann das nicht. Ich wollte ein kleines bisschen farbenfroh auftreten, aber ich hasse diese kleinen Farben. Deswegen werde ich jetzt ganz einfach das hier wieder nehmen. Oh Mann, das haut ja mal richtig rein. Sag mal, kommt euch das Koks auch komisch vor? Nein, das ist klasse. Hey, sollen wir ein paar Nutten bestellen? Was war das? Lass uns mal nachsehen. Los jetzt! Die Stadt ist echt so durch. Okay, komm, Wunderarsch. Die Luft ist rein.
Dass hier überhaupt noch einer lebt? In South Park meine ich jetzt. Shit, ein Gangmitglied, der hat ein unschuldiges Kind! Alarm! Das Revier wird abgegangen! Wow, das habe ich nicht erwartet! Alles klar. Ja. Cool. Ist, glaube ich, so hier die typische Polizistenreaktion auf Schwarze. Ah, shit! Ah, warte, die habe ich gleich irgendwie. Wir müssen uns mal selbst um die Typen kümmern. Nö, warte, das regelt sich gleich von selbst. Jeden Moment. Immer noch keine Explosion? Ach Mann. Achso, Moment, müsst ihr dagegen furzen? Oh. War meine eigene Dummheit, sorry Leute. So, kann ich den hier vielleicht auf den runterstützen lassen? Nein. Naja, Arschgeigen, was geht? So, möchte ich diesen Plan behalten? Ist eigentlich ganz geil. Mysterion ist sowieso cool, also ganz allgemein. Toolshed, sag ich schon. Tupperware, will ich den haben? Hat er dieses Geschütz? Hat er sonst noch was? Wondertreak hat halt diese krassen Blitzkräfte. Moment, ich brauche eigentlich Plan ändern. Ich bräuchte eigentlich mal an Toolshed-Stelle jemand anderen. Die sind aber leider gerade gesperrt. Dann nehme ich Wendy bzw. Callgirl, weil die hat zumindest einen Taunt. Ja gut, die hat aber keinen... Ist schon wieder hier jetzt diese Entscheidungen. Er hat einen Massenheal. Er kann die Position mit einem Gegner tauschen, hat so einen Rundumschlag. Er hat halt eine krasse Ulti. Ich bräuchte eigentlich jemanden, der irgendwie schilden kann oder so, aber da haben wir glaube ich keinen. Er hat diesen... er hat nur einen Massenheal. Er kann einen Gefolgsmann rufen, hat dann zumindest ein bisschen Ablenkung. Ach ja, sie kann taunten, kann deswegen ein bisschen Leute auf sich lenken. Ich würde sagen, na gut, okay, Chaos kann auch Gegner verwirren. Ich nehme mal... Ach nee, ich bleib mal bei denen jetzt. So. Also wenn ich dann irgendwann, ich bin mir sicher, zum Schluss können wir dann frei kombinieren. Da würde ich dann im Grunde genau dieses Team nehmen, nur dass ich Toolshed gegen Craig austausche. Weil da hat ja so diese geile Ulti zusammen mit Tweak. Beziehungsweise, na gut. Eigentlich wäre Human Kite auch ganz nützlich, damit ich mich schilden kann. Ist okay, pass mal auf. Ich versuche jetzt mal den Insect. Krabbutz. Ich brauche dringend einen Muntermacher! Macht nämlich ganz schön Schatten. Zeit, ein paar Grundrechte zu verletzen! Ja, das macht ihr gerne, oder? Mann, nur Scheiße, ja, das schaffen wir, Leute! Alter, nice! Wir brauchen Verstärkung! Was ist denn jetzt los? Oh, Scheiße, da ist ein schwarzes Kind! Hoffentlich hat mein Taser noch... Ich bin Bulle geworden, um zu... heißer als die Polizei erlaubt! Du bist Bulle geworden, um zu brennen? Na, hast du ja geschafft. Gut, kümmern wir uns ums Wetter. Ja, und zwar ein kleines Gewitterchen. Donnerlittchen! Ich dachte, die hatten 600 Stärke. Hab ich keinen Bock. Also entweder kommen jetzt hier noch ein paar Phasen und ich... Hier kommt Mysterio. Nehme das ja gerade etwas zu locker, oder... Ist echt ein bisschen schwach auf der Brust. So, pass mal auf. Du kommst mal ran, Junge. Los! Ich würde die gerne alle auf einer Ebene haben. Jetzt bin ich dran. Ja, jetzt bist du dran. Und zwar mit einem kleinen... Moment, schau es mal hier hin. Einem kleinen Geschütz. Und Krabum. Wow. Zwei Leute kannst treffen. Sehr schön. So, ich bin dran. Soll ich euch mal meine Pflänzchen zeigen?
Rums! Boah. Was ist das hier für eine Super-Schurken-Scheiße? Krank! Ihr seid die Super-Schurken und wir die Helden, die euch... Nein! Hä? Wie zum Fuck hat Tweak denn überhaupt... Hat jemand mal einen Druckverband? Scheiße! Auf die Knie! Ja, komm doch her, du Loser. Hey, lasst ihn in Ruhe! Geil! Wer will die ultimative Aktion von einem coolen Typen sehen? Eigentlich erstmal niemand. Ich hätte lieber gerne, dass du den hier ein bisschen einfrierst. Bleib cool! Bleib cool! Immer cool bleiben. Yolanda, be cool. Ich mach nur meinen Job! Los geht's! Du hast einen Scheißjob. So, ist der Typ weg? Der Typ ist tatsächlich weg. Moment, er hat nur... Ja, okay, dann mach den hier. Angriff aus dem Hinterhalt! Wumps! Cool! Okay, dieses Mal hat's ganz gut geklappt, mein Insect. Hat zwar noch nicht alle Fähigkeiten ausprobiert, aber... Ist ganz geil. Der Plantmancer kann ja auch Leute verzaubern und so. Ist eigentlich eine ziemlich coole Klasse, finde ich. Also ich meine, ich will jetzt nicht als reiner Supporter spielen, aber... Mal so eine Fähigkeit, die man hier beim Plantmancer mitnimmt, also... Man kann praktisch fast... Also man kann ein ganzes Feld von Gegnern zum Bluten bringen. Oder halt Gegner auf seine Seite ziehen. Oder eben heilen und Angriffsverstärkung. Also ist eigentlich ganz schön... Ist ziemlich effizient, die Klasse. Und außerdem halt die einzige, die Leute wiederbeleben kann. Das reicht jetzt. Keine Bewegung. Hey, ich verstehe dich. Wirklich. Du denkst, dass Bullen es nur auf Schwarze abgesehen haben. So sieht's aus. Ich weiß, es wirkt vielleicht manchmal so, als wären alle Bullen Rassisten. Aber man darf nicht auf all die Fake News reinfallen. Bullen sind Menschen. Wie ihr. Eure Freunde. Eure Familie. Menschen, die hart arbeiten und... Nigga! Lewinsky, du Spaß, drauf mit dir! Und schalt den Alarm an! Digga, bam! Aber Bullen sind keine Rassisten. Daher! Das wird kein Zuckerschlecken, aber wir zahlen's den Bullen heim. Sie sind Menschen mit biologischem Separationshintergrund. Okay. Ja, gibt's hier eigentlich noch was? Nee, ne, ich war hier, glaube ich, schon mal drin. Ja, von daher. Hier war, glaube ich... Nee. Ah, hier war der Typ drin. Ey, wo ist denn der eigentlich? Keine Ahnung. Vielleicht dürfen wir ja gegen den kämpfen. Darf ich den verprügeln? Das wäre voll cool. Das ist ein Überbrückungsschalter. Aber wie kommen wir an dem Geschütz vorbei? Da kann ich dir gleich helfen. Sekunde. Ich kann ihm die Zeit anhalten, Junge. Komm hoch, 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 schnell, wir haben nur noch... Sehr gut. Es hat geklappt! Ja, was eigentlich? Für dich dürfte keine Sekunde Zeit vergangen sein. Oh Mann, da ist noch einer! Ja, Moment. Den kann man doch umgehen. Na komm. Geh hoch. So. Moment, wenn ich jetzt hier... Ah, nee, Moment. Das hier kann ich aber machen. So, Butters, ich brauche deinen Kumpanen. Chaos! Die Handschuhe, die ich anhabe, sind übrigens von dem Katzenoutfit. Und? Was hätten wir? Ich fand die ganz cool, weil also die weibliche, es gibt halt ein weibliches und ein männliches Katzenoutfit. Das weibliche Katzenoutfit hat halt so Krallen an den Fingerspitzen. Wie eine Katze halt, ne? Und der hat aber so Dornen oben auf den Knöcheln, also so zum Zuschlagen. Das fand ich ganz cool. So, kann ich? Nein, ich muss tatsächlich hier wieder runter. Nerv. Ich muss echt sagen, ich fühle mich ein bisschen schlecht wegen dem, dass wir hier die Freedom Pearls verarschen, weil, wie gesagt, eigentlich finde ich die ja besser. Meine, hallo, die haben Mysterion. Wie cooler geht's eigentlich gar nicht. War vielleicht keine gute Idee, herzukommen. Kann ich Kameras hier ausknüpfen? Nein.
Doch! So, Lichter aus. Hey, holt uns raus! Token, Gott sei Dank bist du hier. Dad, was zum Teufel machst du hier? Ich kann das erklären. So, dann schauen wir doch mal die Zellen an. Japp, sieht mir ziemlich ausgeglichen aus. Kann keine Hinweise auf Rassismus entdecken. Da sind ja auch sehr viele weiße Shirts. Kranke Scheiße, wir müssen sie retten! Und Mützen, ja, sehr gut. Sind so bescheuert. Sie wollen die Verbrecher befreien! Runter, auf den Boden! Was wollt ihr Flachzangen jetzt? Okay, wir sind jetzt, glaube ich, umzingelt. Will ich da Tweak dabei haben? Moment, den tausche ich jetzt echt mal aus. Tweak, sorry, aber ich muss dich mal raushauen. Und zwar für Chaos. Ja, genau. Ich knüppel euch nieder und sperre euch ein. Das ist mein verfassungsmäßiges Recht. Ihr Gesetzeshüter in Aktion sind sicher aufregend für euch. Out. Wir sind die Gesetzeshüter in Aktion. Ihr seid die Volltrottel, die nur Schwarze einsperren. Ich registriere stark fluktuierende Vitalwerte. So, alles klar. Jetzt bin ich mal dran. Bereit für den Insekt? Rotz! Du hast die Welt besser gemacht für das Chaos! Jetzt kommen die Flachzangen mit Schild. Ihr Demonstranten habt das Recht, die Scheißfresse zu halten! Wir sind keine Demonstranten, Kumpel. So, pass mal auf. Ich mache jetzt mal mit ihm hier dasselbe. Genau das. Keine Gnade. Hua! Das gibt Rache. Ich bin jetzt bei den Guten, ihr Bösen. Ja, und Moment. Nee, so treffe ich ihn nicht. Oder ja, warte mal, doch. Ich hole einen Lakaien her. Komm her, Lakai. Ich habe mucho dinero für dich. Du musst nur diese Arschlöcher für mich verprügeln. Herstellen. Und jetzt du hauen zu. Yo no quiero pelear contigo. Tupperdose hält alles frisch. Ja. Dann beschwör doch mal ein Tuppergeschütz. Bam, 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 bam. Du ziehst mich echt runter, Kind. Oh, tut mir leid, dass ich dir den Tag versaut habe, wirklich. Du bist verhaftet, Verbrecher. Dieser Job ist no bueno. Ach ja, stimmt, er ist, sag mal, Latino, also selbstverständlich zählt dann auch er als Verbrecher. So, einmal die Wurzelbehandlung im wahrsten Sinne des Wortes. Die Kräfte des Chaos lächeln dir zu. Ihr Demonstranten habt vergessen, Ulti, dass es Freiheit nicht umsonst gibt. Ihr wisst doch gar nicht, was Freiheit ist. So, Junge, mach doch nochmal deinen Insekt. Wups. Leg dich nie mit unsterblichen Viertklässlern an. Zeit für meine mächtigste Waffe, den Hammer des Chaos. Ich treffe nur einen damit, das ist ein bisschen doof. Dann würde ich sagen, mache ich doch einfach mal nochmal den hier. Britzelblitz. Ich kann nicht mehr. Oh, wenn du das schon schlimm fandest, warte mal, was gleich kommt. Ich bin zu alt für den Scheiß. So. Super Mac, Upgrade bereit. Ja, jetzt kommt das Upgrade. Hua! So. Bomben los. Bomb. Das ist eigentlich, finde ich, eine der stärksten Ultis, wenn man mal drüber nachdenkt. Er kann Gegner schocken und verlangsamen und kann auch noch selber bestimmen, wo er hinschießt. Also, egal, wo er gerade ist. Dein Arsch ist Geschichte, krass. Freundchen! Nein, den überspringen wir mal. Du bist nicht dran!
Genau, denn der Schock bringt ihn jetzt eh um. So. Ich habe noch einen Sprungkick für dich parat. Die haben doch das mich voll angesehen. Cool. Mit diesem Dracheneffekt. So war das eigentlich nicht gedacht, dass du jetzt komplett den ganzen Weg dahinter läufst. Ich prügel deine Meinung aus dir raus. Haha, es war nur der Geschützturm und der LC kaputt gegangen. Es ist soweit. Es ist verdammt Zeit. Ohne Chaos hätten wir es nicht geschafft. Nein, hätten wir wirklich nicht. Dein Diener hat hier wirklich einiges noch abgehalten. Hyperglas, Artefakt, sehr schön. Und 6 Dollar. Kann man machen. Auch wenn ich von korrupten Bullen eigentlich ein bisschen mehr Geld in der Tasche erwartet hätte. Haben es aber wahrscheinlich alles für Koks ausgegeben. Okay, okay, ich weiß, was ihr denkt, aber glaubt ihr wirklich, Bullen verhaften Schwarze einfach ohne Grund? Ja. Was würde uns denn das bitte bringen? Wir werden doch diskriminiert, nicht ihr. Wären wir alle schwarz und würden die Zellen mit Weißen vollstopfen, würde sich keiner beschweren. Doch. Ich hoffe, ihr kapiert jetzt, dass ihr die Rassisten seid, nicht wir. So, und jetzt geht nach Hause. Nein? Fuck. Nein, fuck. Muss man noch einsammeln? Ich weiß, ich habe den Knopf da vorne gesehen, aber ich werde mal noch was gucken. Und zwar, was das Hyperglas kann. Wo ist es denn? Ich habe gerade noch dieses Hyperglas freige. Achso, es geht hier oben noch weiter. Das bringt mehr Statuseffektschaden und mehr Ulti-Aufladung. Kann ich das irgendwo einsetzen, wo es was bringt? Nope. Nö. Auch nicht. Nö, ich lasse das jetzt so. Ich habe das gerade schön ausgeglichen. Mit Statuseffekt-Schadenbonus und Rückstoß-Schadenbonus und Aufladung und so weiter. Das ist gerade bei mir alles schön. Hat einen saftigen Bonus. Ist jetzt doch nicht legal, als ultimativ. Also auszubrechen? Ich warte sicher nicht hier, um es rauszufinden. Riecht schwer nach Sammelklage. Oberster Gerichtshof, wir kommen. Token, du musst vorsichtiger sein. Mom, ich habe für Gerechtigkeit gekämpft. Mir egal, wofür du kämpfst. Du hättest dir wehtun können. Das geht gar nicht. Tupperdose spürt keinen Schmerz. Spürt er auch nichts, wenn er übers Knie gelegt wird? Doch. Dachte ich mir. Hey, wie wär's denn mal mit einem Danke? So. Ihr seid die eigentlichen Rassisten, natürlich doch. Ja, was ich sagen wollte, ich habe gerade so die Werte ein bisschen ausgeglichen gestaltet. Ich könnte mir jetzt, wenn ich praktisch alle Artefakte sammeln würde, die Ulti aufladen. Oh, ich weiß schon, was ich hier machen muss. Wenn ich alte Artefakte ausrüsten würde, die eine Ulti-Aufladung haben, dann hätte ich die wahrscheinlich fast permanent oder so. Oder zumindest wirklich extrem schnell, aber ich hätte dann halt keine anderen Boni mehr. Im Moment, ich glaube, ich muss... So. Achso, ich dachte, ich könnte irgendwie das Fass... So, jetzt vielleicht? Ja, perfekt. Infektiöser Verschlüsseler. Und wieder raus. So, was macht der? Oh, der ist gar nicht so übel. Wenn der hat jetzt 7 und 32 und der macht 10 und 26. Okay, dann mach ich den. Noch ein ganz klitzekleines bisschen und ich habe gerade eine Nachricht auf Discord bekommen. Das ist so eine witzige Sache. Ich schreibe Asia ja immer. Die antwortet aber meistens dann... Ich sehe nirgends einen Schalter. Und die antwortet aber meistens dann, wenn ich gerade aufnehme. Wir müssen vielleicht den Strom abschalten, so wie... Ist vielleicht... Ja, warte mal. Ist vielleicht eine Idee. Wenn ich mit dir reden will, am besten einfach was schreiben und dann eine Aufnahme anfangen. Wunder, schreist normale Ärsche auf. Und da schreit. Was ist denn jetzt los? Das geht's die ganze Zeit. Jo. Aber ich kann gerade nicht antworten. Ich muss Sachen in die Luft jagen. Bumm. Geil! Ja, Moment, kann ich noch in den Schrank hier irgendwie?
Ja, sehr gut. Das ist aber nur Crafting-Material. Davon kriegt man echt viel und ich benutze eigentlich fast nichts, was man irgendwie craften kann. Hier kann ich doch bestimmt Human Kite rufen, oder? Müsste der aber nicht eigentlich im anderen Team sein jetzt gerade? Ach, egal. Das sind doch kleine Detailfragen. Die interessieren mich nicht wirklich. Bereit? Ja, sowas von bereit. Ja. Wow, jetzt stinkt mein ganzes Outfit. Dankeschön. Bitteschön. Also mir ist das hier irgendwie gar nicht So, jetzt kann ich zumindest das erstmal. Oh, da steht NSA an der Tür. Vielleicht kann ich da mein WLAN-Passwort lesen. Das habe ich nämlich vergessen, aber die NSA müsste das eigentlich kennen. So, komm her, war das. Wer ruft nach Chaos? Oh, hi, wie geht's, Neuer? Ich rufe nach Chaos. Beziehungsweise nach Chaos Lakai. Und raus. Wuppi. Chaos ist sich selbst der Lohn. Ach ja. Ich wäre auch gern super Bösewicht. Du bist wieder da. Frag mich nicht warum. Ich bin eigentlich im echten Leben überhaupt kein schlechter Mensch. Dann mal los. Aber in so Superheldengeschichten finde ich irgendwie die Bösen immer cooler. Wir sehen uns. Ja, man sieht sie. So, Moment mal, kann ich nicht auch hier raus irgendwie? Also die oberste habe ich jetzt ausgeschalten. Vielleicht geht hier unten jetzt die andere. Oh, ach nein, hier kommt man da rein. Na gut, von mir aus. Na, komm, geh durch. Alles klar. Hätte er uns nicht theoretisch auch einfach hier hochfliegen können? Na, naja. Was soll's. Oh, Moment, was habe ich denn jetzt gekriegt? Hat irgendwas bekommen. Funktionsgegenstand? Restzen-Zugangskarte. Butters Garagenschlüssel? Nö, sieht nicht so aus. Dachte, ich hätte gerade irgendwas Besonderes bekommen. Na egal. Okay, wir müssen uns an dem da vorbeischleichen und dann zur Tür. Ja, ich lasse das einfach mal kurz laufen. Macht euch selbst eure Gedanken. Geh du vor. Ja, genau. Das macht er den ganzen Tag so. Hab dich, Perversling! Ah, shit. Ich meine, ah, shit! Oh. Du bist tot. Ups. Okay, wir müssen uns an dem da vorbeischleichen und dann zur Tür. Was für ein fettes Ekelpaket. Okay, gut, alles klar, da. ich wollte es mal ausprobieren. Aber ich muss wohl hier mit Toolshed ran. Toolshed ist ehrlich gesagt bisher fast so ein kleines bisschen der Schwächste, finde ich. Seine Angriffe haben zwar eine relativ hohe Reichweite und feuern meistens in mehrere Richtungen, aber wie oft kommt denn bitte eine Situation, wo man das wirklich mal braucht? Nein. Du schaffst das! Okay, ich habe jetzt hier... Ich habe jetzt hier einen Bildschirm. Achso, alles klar. Bonk. Nice. Gute Nacht. Ich mein, nice, Wichser. So, nochmal der Lakai. So, Mann, der Hamster hat halt einiges zu tun, ne? Der tut mir irgendwie ein bisschen leid. Ich hatte übrigens das Kostüm, ich werde das doch nochmal ein bisschen... Obwohl das ehrlich gesagt auch so aussieht... Ach, das, jetzt sehe ich das erst, das sind Äste, die da hinten reingesteckt hat. Na, da passt es ja fast schon wieder mit, was meine Pflanzenkräfte angeht. Aber ich denke... Ey. Nochmal. Darf nicht so lange warten. Aber ich werde trotzdem nochmal irgendwie ein anderes Kostüm wählen. Irgendeins... Ich will es auch nicht. Ich finde, wenn man seine Kräfte neu aufstellt, kann man ruhig auch mal... dann ein neues Kostüm dazu wählen. Ah, das sehen wir schon noch. Soll ich dir sagen, was ein Bulle ist? Nicht mehr als ein Sklave.
Ein Roboter, der nicht denken, sondern handeln soll. Die wirklich Bösen sind die Politiker. Eine Bürgermeisterin, die in ihrem Büro sitzt und uns erzählt, dass wir uns ändern müssen. Wir konnten sie nur loswerden, indem wir die Verbrechensrate ankurbelten. Und jetzt können Cops es endlich wieder auf die alte Art regeln. Seht ihr nicht, dass das besser für alle ist? Alle Schwarzen einsperren, Alter, und die Weißen davonkommen lassen, oder was? Was? Du hast die Katze gefunden, Arschlord! Freedom Pulse, wir haben den Polizeichef! Ganz oben! Was soll ich sagen? Ihr habt mich an den Eiern. Zumindest fast. Wisst ihr, nicht alle unsere Gefangenen sind schwarz. Wir haben nämlich auch einen Weißen hier. Oh mein Gott! Das ist der Was Falle. Muss der verbrochen Tut haben, dass leid, die den einsperren? Mir keine andere Wahl. Er sieht super aus. Ist die Nicht dieser. Man nennt ihn Jared und er sieht immer noch super aus. Jared von Subway. Hey Kids. Wollt ihr was Süßes? Oh fuck, Jared! Ich will das nicht mit ansehen, also entschuldigt mich. Besiege Jared, alles klar. Aber Leute, ich habe gerade gesehen, ich bin schon wieder viel zu weit über der Zeit. Deswegen werden wir diesen Bosskampf leider erst in der nächsten Folge sehen. Ich würde sagen, ihr lasst mir jetzt einfach mal ein bisschen Liebe da. Wenn es euch gefallen hat oder von mir aus auch ein bisschen Kritik, wenn ich noch was besser machen soll. Und in der nächsten Folge haben wir dann Jared auf seinem pädophilen Maul. Bis dahin, ciao!